Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Wir sprechen jetzt über das Thema Smart Home und was mit Ihren Daten passiert. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Uwe Schneider. Bornach, vielen Dank für die Einladung. Herr Schneider, was verstehe ich eigentlich grundsätzlich unter dem Thema Smart Home? Ich glaube, da wird heute viel mehr darunter verkauft, wie das es wirklich ist. Ja, das ist leider so. Aus der Werbung versteht man meistens darunter, dass ich mit einer App, mit einer Handy irgendwas steuern kann. Wir verstehen unter Smart Home ein intelligentes Haus, das selbst mitdenkt und eigentlich selbst alle Aktionen durchführt, wie eine Heizung steuern, eine Beschattung steuern, Musik und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht manuell eingreifen. So wie beim Auto auch, Assistenzsystem, ich steige ein, muss nichts einschalten, sondern es geht einfach los und wenn sie gebraucht werden, sind sie da. Das verstehen wir unter Smart Home. Es wird heute auch Alexa und Co. als Smart Home angeboten. Ist das Smart Home und wie sicher sind die Geräte überhaupt? Ja, Alexa ist natürlich eine Komponente für Smart-Home-Systeme, mit denen ich per Spracheingabe gewisse Aktionen auslösen kann. Aber man muss natürlich wissen, die Alexa ist nicht selber intelligent, sondern alle Daten, die ich dort spreche und eingebe oder auch bei der neuen Alexa per Video aufnehme, landen bei Amazon. Und wenn man das Kleingedruckte liest bei Amazon, dann weiß man auch, was mit den Daten dort passiert. Die werden natürlich ausgewertet, Userverhalten, was bestelle ich, was mache ich, wie sind meine Gewohnheiten zu Hause. Und von dem her gesehen sind die Daten und die Informationen über mich persönlich irgendwo gespeichert. Jetzt haben Sie gesagt, es kommt jetzt Video dazu. Wird das dann noch gefährlicher für mich? Oder bin ich dann permanent eigentlich weltweit live zu sehen, wenn einer ein bisschen die Zugänge kennt? Die Technik gibt es her. Also theoretisch kann natürlich, wer Zugriff auf Ihre Alexa hat, die Kamera jederzeit einschalten, das Mikrofon jederzeit einschalten. Und theoretisch kann man sie natürlich Tag und Nacht überwachen. Sie haben erzählt, es gab mal bei der Telekom einen Fall, wo über ein Babyphone gehackt wurde. Ja, leider ist nicht nur Smart-Home-Systeme, wie sie bekannt sind, eigentlich so im Fokus mit Sicherheit, sondern es gibt natürlich andere Systeme wie Kameras, Babyphones, die übers Internet angeschlossen worden und natürlich auch von externen Zugriff, damit man von externen Zugriff hat. 2016 hat ein Hacker über solche Babyphones 900.000 Router bei der Telekom stillgelegt, weil er über diesen Zugriff einfach ein Virus eingespeist hat, der dann alles lahmgelegt hat. Und warum ist das passiert? Ganz einfach, die Leute kaufen solche Dinge, sie sind ganz easy zu installieren, klick, klick, klick und schon funktioniert alles. Mhm. Aber man macht sich nicht Gedanken darüber, wie sicher sind die Systeme. Habe ich mein Kennwort geändert? Habe ich ein sicheres Kennwort hinterlegt? Ist eine sichere Datenverschlüsselung dahinter? Da wird gar nicht drüber nachgedacht, sondern es wird einfach verwendet. Und das sind eigentlich die großen Sicherheitslücken, die es gibt. Kann ich jetzt dann heute, weil Sie gerade sagen, nachschauen, wie ist der Zugangscode für die Kamera XY oder das Babyphone so und so? Das ist ganz einfach. Da gibt es den Mr. Google. Okay. Den befrage ich einfach und da gibt es für jede Kamera Informationen, wie ist das Standardpasswort. Und wenn ich das nicht ändere, dann hat natürlich jeder Hacker einfaches Spiel. Vor ein paar Tagen kam erst wieder ein Bericht über einen 13-Jährigen, der genau über diesen Kanal der Kameras und Standardkennworte in verschiedene Systeme sich eingehackt hat. Ganz easy. Jetzt hat man heute auch Apps auf dem Handy. Ist das eher so ein bisschen Fluch oder Segen oder einfach nur trendy? Also ich sage, ich persönlich finde es natürlich super toll. Man kann unheimlich viel machen und steuern. Man muss immer nur wissen, welche App was tut, wo die Daten hinlaufen und wie sicher sind die Datenverbindungen letztendlich. Man muss natürlich auch wissen, so eine App ist nie auf dem Handy alleine, sondern die kommuniziert immer über Internet mit irgendjemandem auf der anderen Seite. Selten mit meinem Haus, sondern mit irgendeinem Hersteller, ob der jetzt in China, in Russland oder wo auch immer ist, wo die datenschutzrechtlichen Richtlinien nicht ganz so streng sind wie hier in Deutschland. Das weiß ich nicht. Das muss ich vielleicht mal rausfinden und nachlesen. Herr Schneider, vielen, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.